Dorothee, wir sind jetzt hier in Trine. Wie fühlst du dich hier? Fühlst du dich auf der Anlage wohl? Ja, wir haben hier noch eine ziemlich Großbaustelle, aber ich glaube, alles für die Pferde ist hier top organisiert. Die Plätze sind gut, die Stallungen sind gut. Sammy fühlt sich sichtlich wohl, ist frisch und motiviert. Und ja, ich bin natürlich sehr, sehr happy für Deutschland, hier im Team zu sein und hier am Start zu sein. Ihr durftet schon im Hauptstadion reiten. Wie hat sich das angefühlt? Erstmal war es spannend, weil überall noch gehämmert und geschraubt wurde und es ist sehr riesig und beeindruckend. Sammy hat sich da sehr, sehr wohl gefühlt und ich mich auch. Und ich finde, die Arena ist schön und wird auch von Tag zu Tag schöner. Morgen geht es ja los. Und ich habe das Gefühl, wir sind angekommen. Ja, so eine Reise ins Ausland, die stelle ich mir gar nicht unanstrengend vor. Ich meine, die ist für uns Menschen ja schon kräftezehrend. Wie vertragen die Pferde das? Also man weiß es ja nie, Sammy ist vorher noch nicht geflogen und die Quarantäne war, glaube ich, auch anstrengend, 42 Stunden, es war da relativ warm drin. Aber die waren ja bestens versorgt und mit Marc Köhne und Isabel Wert, die Pferde. Ich habe den Eindruck, Sammy hat das wirklich gut überstanden. Er ist körperlich in einer sehr guten Verfassung, frisst gut, trinkt gut, ist motiviert und frisch. Und ich habe den Eindruck, er möchte hier Leistung bringen. Es wirkt so auf mich. Das ist schon vielversprechend, ja. Sehr schön. Und morgen geht es los. Jessica eröffnet fürs deutsche Team und du darfst als zweite Starterin dran. Bist du jetzt schon aufgeregt? Bist du überhaupt noch immer aufgeregt vor solchen Starts? Also wenn man das nicht wäre, wäre, glaube ich, irgendwas verkehrt. Eine positive Anspannung ist da, es fängt so ein bisschen an zu kribbeln, aber ich muss sagen, ich freue mich drauf, hier zu starten morgen. Ich werde morgen früh erstmal die Lage peilen, was die anderen so machen und wie die Pferde so im Viereck zurechtkommen und wie der Einritt ist. Und ja, ich denke, das wird spannend und aufregend, aber positiv aufregend. Super. Gab es irgendwas, was die letzte Woche hier so passiert ist, was du uns erzählen möchtest? Gab es irgendeinen lustigen Vorfall oder etwas, was du so nicht erwartet hättest? Irgendeinen Schwenk, den du uns mitteilen möchtest? Nur, dass wir leider keine Grazing Area haben, aber unsere Pferde das ausgleichen, indem sie eben vor der Box ihre Ballen aufstellen und da dran grasen. Das ist ein lustiges Bild, da gibt es auch ein Video von. Das ist passiert und einfach dieses positive Feeling, dass wir hier sind und dass wir alle top motiviert sind und einen super Teamchef haben, einen super Vet und eigentlich echt gut präpariert sind für alles, was jetzt kommt. Super. Wir haben jetzt hier ein anderes Klima als in Deutschland. Wie verkraftet das Sammy? Ich habe den Eindruck gut. Es ist natürlich, wenn man, ich bin immer morgens geritten, das war sehr gut. Gestern bin ich einmal mittags geritten, das war schon in der Hitze, wenn die Sonne da ist, schon anstrengend für die Pferde. Aber er ist trotzdem eine Stunde danach, legt sich dann einmal hin oder ruht etwas und ist jetzt wieder frisch. Und wenn man ihn rausholt, ist er gleich wieder am Zackeln und ist motiviert. Also ich habe den Eindruck, er steckt das gut weg. Und klar, die Dusche danach tut gut. Aber ich habe den Eindruck, er ist gut drauf und ist motiviert und der Körper ist nicht müde. Sehr gut. Wir haben ja jetzt eine ungewöhnliche Wettersituation, die uns potenziell bevorsteht mit dem Unwetter, mit der Unwetterwarnung. Wie geht ihr im Team damit um? Erstmal auf uns zukommen lassen. Also es ist natürlich kommuniziert und ich glaube, wir sind auch gut darauf vorbereitet. Gut, wir werden sehen, wie das mit den Startzeiten und den Prüfungen dann abläuft, ob dann irgendwas verlegt wird oder nicht. Aber grundsätzlich sind wir darüber informiert und uns bleibt ja nichts anderes übrig, als ruhig zu bleiben und abzuwarten, was passiert und dann zu sehen, was der Veranstalter damit macht. Aber ich glaube, wir sind bisher alle ruhig. Sehr gut. Und gibt es irgendetwas, was du den deutschen Dressurfans mitgeben möchtest, zu Hause bei uns? Das Team ist motiviert und wird für Deutschland kämpfen.